Im Jahre 91 stellte ein anderer Volkstribun, Livius Drusus, noch einmal denselben Antrag. Der hirnlose römische Pöbel wollte davon auch jetzt nichts wissen und Drusus kam um. Da erhoben sich die Landstädte einmütig zum Kampf. Man nennt dies den Sozialkrieg oder den Bundesgenossenkrieg. Es war das Jahr 90. Woher sollte Rom jetzt seine Soldaten nehmen? Rom hob jetzt Gallier und Spanier aus, um damit die eigenen Landsleute zu bändigen. Für Sulla war das ein Gaudium. Er hieb derb da rein, er hat damals auch Pompeji am Vesuv erobert, und er siedelte dort später seine Soldaten an. Marius dagegen zeigte sich lahm. Ja, er war vielleicht wirklich lahm. Es hieß, dass er an Rheuma litt und man riet ihm, in die Bäder zu gehen. Die Hauptsache war, seinem Herzen war solch ein Krieg gegen die eigenen Landsleute zuwider. Marius hatte das Herz auf dem rechten Fleck. Er stand seiner innersten Neigung nach ohne Frage auf dem Standpunkt des Gracchus und des Livius Drusus, und er wollte das Blut seiner Brüder schonen. Daher hatte Marius auch die berühmte Villa der Cornelia am Kap Misen käuflich erworben. Er lebte sonst so schlicht, hielt sich nicht einmal einen Koch. Aber diese Villa, die wollte er haben, denn sie hatte der Mutter der Gracchen gehört. Er fühlte sich als Erbe der Gracchen. Der Erfolg war, dass schließlich im Jahre 89 tatsächlich allen Italikern das römische Bürgerrecht zugesprochen wurde.